Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf Corner. Wir schauen uns jetzt den UAZ-Servicewagen oder Servicefahrzeug des VRB-Kombinats Fortschritt Landmaschinen in der Version 1.0 an. Daran sind sehr viele Modder beteiligt gewesen, die ihr alle auf unserer Homepage nachlesen könnt, aber jetzt für einen 17er bzw. für einen 19er ist der Adolf dafür zuständig gewesen. Jawohl. Ihr findet das Ganze unter der Kategorie Fahrzeuge, Autos und habt ihr ihn hier. UHZ Service. Kostet 17.390 in Anschaffung, 886 im Leasing, hat 113 PS, 340 Liter Diesel, 100 km/h maximale Fahrtgeschwindigkeit. Zwei Config-Blöcke, immer Design und immer Reifenvariante. Unter Design gibt es einmal Standard und mit Gepäckträger oder Dachträger in dem Fall. Und Reifenvariante Standard und Breitreifen. Jawollo. Das war's. So sieht das Ganze in-game aus. Haben wir hier VRB-Kombinat Fortschritt Landmaschinen. Dann hier dementsprechend Fortschritt-Logo, Texturqualität an sich selber. Man merkt halt, dass das Ganze schon ein bisschen in die Jahre gekommen ist. Ich meine, ich habe jetzt hier nur den Modder 14, 17er, 19er, was Adolf ist. Es gibt auch noch 3 Millionen andere Modder vorher. Wenn keine Ahnung, wie alt der Mod insgesamt ist, wie oft der schon konvertiert worden ist. Aber man sieht es halt, an einigen Stellen sieht man es halt. Den Kennzeichen ist in Ordnung. Hier sieht man das halt so relativ unscharfe Texturen dran. Ne? Das Fortschritt-Logo an sich selber auch. Reifen sehen soweit eigentlich in Ordnung aus. An das Kombinat Fortschritt-Landmaschinen ist eigentlich auch alles in Ordnung. Hier unten schauen wir uns später noch an. Das geht auch alles durchmischt, sagt man mal so. Beziehungsweise hier kann man eigentlich so nach hinten reinschauen. Ja, das sieht hier schon wiederum ganz ordentlich aus. Sitze, Armaturen vorne, Lenkrad mit dran. Das ist wiederum vollkommen in Ordnung. Selbst hier die Fensterheber, das ist nicht nur eine Textur, sondern ne, das ist auch modelliert. Das ist schon mal eine schöne Sache. Passt. Also innen sieht's, na gut, ihr seht hier an dem Fenster, ne, dieses Leichte. Es ist okay. Es ist okay, man kennt sie ja von den Ostmods her. So, machen wir mal Soundcheck. Ja, verhält sich im Allgemeinen relativ ruhig. Real oder unreal, keine Ahnung, ob ich da überhaupt vergleichsweise irgendwas finde. Ich zweifle aber dran, aber ja, ist okay. Thema Funktionalität. Ihr seht, der Fahrer selber ist nicht animiert. Dafür haben wir Armaturen, die funktionieren. Wenn wir das Ganze mal hier von 100 km/h runternehmen auf, was haben wir hier drin, 40, dass wir so prüfen könnten. So, zack. Auf 40, steht die Nadel auf 40, wir sind auf 40, passt. Auch wenn ich hier blinke, ne, wir haben Warnblinker links, rechts, das wird alles mit drin mit angezeigt. Es ist ein Träumchen. Wenn wir da mal in die Nacht reingehen, zack, selbst wenn ich hier Licht anmache, werden die Armaturen vorne mit beleuchtet. Warum das da drüben so grün leuchtet, das weiß ich nicht so genau, aber okay. Also selbst wenn ich hier die Lichtmodis durchschalte, also auf Fernlicht und so weiter und so fort, ne, das wird alles separat in den Armaturen hier mit angezeigt. Das ist ein Träumchen, ist das. Das ist ein Träumchen. Aber pro Licht, ja, normales Fahrtlicht. Dann Ablendlicht, beziehungsweise, das könnte man irgendwie in das Nebelschluss oder Standlicht, Fahrtlicht, Ablendlicht. Ist auf jeden Fall helle genug. Das kann man auf jeden Fall sagen. Sonst ein Blinker funktionieren von außen auch, reflektieren auch, passt alles. Rube ist natürlich auch vorhanden, sollte ganz klar sein. Ansonsten die Spiegel sind in ihrer Form, so wie sie sind. Die passen soweit auch, gibt es gar keinerlei Probleme damit. Thema Fahrphysik. Die ist eigentlich ganz angenehm. Ab einer gewissen Geschwindigkeit, wie jetzt hier, wir fahren jetzt so die 100, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Aber ansonsten ist die ganz angenehm. Ne? Das Lenkrad macht da gut mit. Also bis jetzt habe ich die Karre noch nicht geschmissen bekommen. Deswegen
passt das soweit auch. Was die Anzeige hier in der Mitte genau ist, da muss ich ganz ehrlich sagen, kein Plan. Könnte Tankanzeige sein für einen Füllstand. Ich habe es nicht rausgefunden, aber wir gehen ja in die Funktion weiter. Denn ihr könnt ja mit der Maschine natürlich auch was machen. Ist ja nicht einfach nur so da zum Rumeiern. Und zwar könnt ihr, wenn ihr die Taste X klickt, da gehen hier vorne die Türen auf und rechts die Türe ebenfalls. Und da habt ihr, wenn ihr dann hier rangeht, einmal den Benutzer R, also die Taste R, Benzinpumpe stoppen, beziehungsweise aktuell ist es dann Benzinpumpe starten. Und wenn ihr dann L klickt, habt ihr hier eine Fläche. Und wenn ihr hier mit eurem Traktor, ZD, Belarus, whatever, was ihr halt an Ostmods habt, geht natürlich schon alle anderen, aber ich gehe mal davon aus, ne, aus der Key und so weiter und so fort, ne, hier drauf fahrt, wird euer Fahrzeug aufgetankt. Das ändert sich dann auch. Ich nehme jetzt einfach mal den hier. Ne? Danke. Sobald ihr dann auf die Fläche drauf fahren tut, zack, ne, ändert sich dann die Fläche von rot zu grün und ihr könnt dann euren Traktor auftanken. Der ist jetzt voll, deswegen geht's nicht. Das ist schon mal eine schöne Sache. Und wenn ihr hier hinten rangeht, könnt ihr mit der Taste R die Service-Funktion aktivieren. Dann öffnen sich links und rechts die Dinger, habt ihr hier einen Laptop und habt hier wiederum die nächste Fläche. Und nun könnt ihr, wenn ihr dann hier hinsteht, mit der Taste M in eure Werkstatt rein. Dafür wäre es natürlich wieder logischerweise vom Vorteil, wenn ihr dann den Traktor auf die Fläche bringt. So. Ja, beispielsweise jetzt einmal mit denen hier. Wunderschön. So, und dann zeigt sie auch was auf den Laptop an. So, und dann könnt ihr M klicken und dann könnt ihr jetzt hier konfigurieren, was euch eben Spaß macht. Konfiguriert den ganzen Spaß. Zack. Und ihr habt es konfiguriert. Und dann fahrt ihr wieder runter. Zack. Und fertig aus. Mickey Mouse. Schöne Sache. Lok ist sauber. Kann man nichts dazu sagen. Ja, und in dem Sinne, ja, Download-Link inklusive Bewertung findet ihr in der Videobeschreibung. Ich finde es schick. Schick schön. Und kann man auf jeden Fall machen. Gerade was die Funktionalitäten angeht und auch innen alles. Da kann man auch außen über die etwas unschärferen Texturen hinwegschauen. In dem Sinne, danke fürs Zuschauen. Wie gesagt, Download-Link inklusive Bewertung findet ihr in der Videobeschreibung. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Lasst einen Däumchen da, wenn es euch gefallen hat. Bis dann, haut rein. Tschüssikowski.